Tag zusammen und herzlich willkommen bei Ingo Barbecue. Heute gibt es einen Kebabspieß und zwar original nach Ingos Art. Ja, da guckt ihr. Es gibt wahrscheinlich hunderte Gerichte, wie man einen Kebabspieß macht. Jede Familie hat wahrscheinlich ihr eigenes Gericht. So habe ich meins. Habe ich mir ausgedacht. Ich glaube, das schmeckt auch richtig gut. Jetzt gucken wir mal, was da alles reinkommt. Dazu gibt es übrigens eine Gemüseplatte. Auch das zeige ich euch jetzt. Ach komm, nicht so lange quatschen ran. So, ich habe hier 800 Gramm. Und zwar gemischtes Hackfleisch, Rind und Schwein. Und das ist schon der erste Unterschied. Manche würden sagen, ist ein Fehler. Nee. Ist so gewollt, weil eigentlich wird ja Kebab aus Rind und Lamm gemacht oder nur Lamm. Aber ich habe nur Rind und Schwein gemischt. Geht auch. Dann als Zutaten, um das ein bisschen orientalisch werden zu lassen, habe ich hier Koriander gemahlenen und Kreuzkümmel. Dann noch drei kleine Knoblauchzwiebeln. Etwas Tomatenmark, Salz, Pfeffer und hier sind die Spieße, wo die gleich drauf kommen. So, das ist das Erste. Dann haben wir hier unsere Gemüsepfanne. Ah, guck mal. Da, das wird farbenfroh heute. Das ist eine gelbe Zucchini. Die nennen sich Schokospitzpaprika, also wahrscheinlich so eine süße. Obwohl die schon süß sind, eine rote Spitzpaprika, eine orangene Paprika, dann haben wir hier etwas Lauch, der ist ein bisschen braun geworden, aber ist nicht schlimm. Und ein paar Bohnen hier unten noch. So, das machen wir gleich. Jetzt machen wir aber erstmal mit dem Hackfleisch weiter. Was ich jetzt erstmal mache, ist die ganzen Gewürze reintun, also den Kreuzkümmel und den Koriander. Dann werden wir das Ganze salzen und zwar gut salzen. Und etwas gemahlenen Pfeffer. Das ist übrigens bunter Pfeffer und dann noch hier ja, einen guten Schuss Tomatenmark. Mach ungefähr so viel. Das sind so ja, 2 Teelöffel. Und dann werden wir das Ganze jetzt mal vermengen. So. Hier ist es auch wieder wichtig, dass ihr das tatsächlich 7 bis 10 Minuten richtig gut durchknetet, damit sich das alles verbindet und damit es dann auch nachher Fäden zieht. Ich zeige euch das gleich. Aber vorher werden wir noch den Knoblauch reinpressen. So, das ist übrigens frischer Knoblauch und kein getrockneter. Dann werden wir die jetzt einfach mal ein bisschen quetschen hier rein. So. Gut. Dann machen wir jetzt weiter und werden es gut zerkneten. Und so muss das jetzt aussehen, damit es hier, seht ihr das, so Fäden zieht. Ist alles schön vermischt. Und jetzt lassen wir es noch ein bisschen durchziehen und kümmern uns um das Gemüse. So, dann schneiden wir jetzt mal das Gemüse in kleine Stücke. Und schon ist es fertig. Ich hatte aber noch was vergessen und zwar, das hole ich mir jetzt mal hier, noch eine Gemüsezwiebel. Die kommt jetzt einfach hier oben drüber. Und jetzt werden wir nur mal ein bisschen mit Olivenöl, Salz, Pfeffer und das war's dann. So, dann haben wir hier ein Olivenöl. Schön drüber verteilen. Einmassieren hier, auch herrlich. Da war doch mal was. Ah! Fickt mir alles raus. Zu viel. So, also, das vermenge ich jetzt alles hier, damit sich das schön verteilen kann. Sieht das herrlich glitschig aus. Gut, dann werden wir jetzt mal die Spieße bestücken.
Und zwar habe ich hier diese Doppelspieße von Breuking. So, dann nehmen wir uns mal so ein bisschen von dem Hack, kneten das so ein bisschen. Dann fangen wir an, das hier um die Spieße drumherum zu platzieren. So, und das machen wir jetzt mit allen Spießen. Ob es 3 oder 4 werden, muss ich mal schauen. Ihr werdet sehen. Also nicht wundern, im Hintergrund ist ein bisschen Theater. Ich bin ein bisschen euphorisiert. Gruß nach Kiel, habt ihr gut gemacht, aber der FC war heute zu stark. Lass uns mal grillen. Dann fangen wir jetzt mal mit dem Gemüse an. Weil das dauert am längsten. Dann nehme ich mir jetzt einfach die Schüssel, die wir eben gemacht haben, und tun jetzt hier alles rein. Die Platte ist eigentlich gar nicht von unten so heiß. Die wurde nur jetzt oder ist heiß, weil ich die linken Brenner da auch anhabe. Die Brenner unter der Plancha sind auf der niedrigsten Stufe. So, jetzt lassen wir es mal einfach hier vor uns herbrutschen. So, dann drehen wir es mal rum jetzt. So, die sind jetzt fertig. Jetzt lege ich sie noch mal kurz oben aufs Rost ab, dass sie noch mal ein bisschen nachziehen können. So, das Gemüse ist fertig und dann würde ich sagen, dann können wir jetzt tatsächlich auch essen. So, ein kleines Fazit. Das sieht ganz hervorragend aus. Es schmeckt sicherlich auch gut. Guckt ihr euch sowieso nicht an, weil jeder YouTuber, der Essen schmeckt, sagt, geil. Ich auch. Habe ich bisher auch immer. Deshalb zeige ich euch das nicht, weil ihr glaubt mir eh nicht. Oder doch? Also, es wird jetzt gegessen. Das war ein sehr, sehr schönes Gericht. Es ist einfach zu machen. Es ist, überlegt euch, was ihr macht. Es ist völlig egal, was ihr da mit ins Hackfleisch mit reinmischt, was euch gefällt. Da kann noch Chili rein, da können noch gehackte Petersilie rein, alles Mögliche. Aber letzten Endes muss es euch schmecken und auch mit dem Gemüse. Ich habe noch zum Schluss ein bisschen Balsamico-Creme drauf getan, damit es noch so ein bisschen süßlichen Geschmack gibt. Ich glaube, das wird auch richtig gut. Ansonsten freue ich mich natürlich über jeden neuen Abonnenten. Freue mich über jeden Kommentar, den ich natürlich zeitnah beantworten werde. Freue mich über, was habe ich vergessen? Einen Daumen hoch. Ja, genau. Auch der ist natürlich wichtig und bleibt mir nichts anderes zu sagen als bleibt gesund, liebe FC-Fans. Prost. Wie gesagt, 5-1 war okay. Aber nächstes Jahr wird anders. Madidiot. Madidiot. Ja, natürlich clever, Ingo. Ingo.